Hey Leute, was geht denn? Das ist ja ein Video von mir. Heute werden wir auf den Typen hier reagieren, wie ihr es eigentlich schon gehört habt. Dieser Typ, Lil Phil, sein Name, der macht da so ein bisschen YouTube und er ist meiner Meinung nach, oder er ist halt der kleinste, aber trotzdem der gehassteste, kleinste YouTuber von YouTube Deutschland, Österreich und Schweiz halt, so gesehen. Es gibt sicher noch ein paar Leute, die ein bisschen einen anderen Hate kriegen, aber ganz ehrlich, dieser Typ, wenn ihr mal so seine Videos anschaut, der macht nur Ansagen-Videos und ich reagiere auf eine Ansage gegen mich, ja. Der Typ, ich weiß nicht, was der für Videos, also, ich weiß nicht, ist ja auch vollkommen egal. Wenn ihr hier einfach mal so die Ansagen oder die Videos halt durchlest und die Titel, Ansage an iCrimex, mega Ansage gegen an Rauchverbot, Ansage gegen Belcorn, Ansage gegen Standardskill und. Und dann auch hier noch Rezo labert Scheiße. Das war das Video, wo Rezo sich wirklich gut informiert hat. Das beste Video meiner Meinung nach auf YouTube ist, von YouTube Deutschland, Schweiz und Österreich. Ja, ich sag's schon wieder, ich weiß. Und er beleidigt einfach zweimal seine Mutter. In einem Video. Und er hat sogar einen Titel reingeschrieben. Seine Mutter verbietet ihm, YouTube-Videos zu drehen. Seine dumme Mutter gibt ihm keine 80.000. Bruder, du hast gerade deine Mutter beleidigt. What the fuck? Und dann ist mir ein bestimmtes Video in den Kopf reingefallen. Erstmal das hier, ja? Fuck. Fangirls verfolgen mich. Die schreien alle meinen Namen. Krieg ich ein Foto? Krieg ich eine Nummer? Bruder, wenn du so mit Flipflops rennst, ja? Dann glaube ich, rennst einfach ein Elefant, oder ich glaube einfach, dass du der Elefant bist und der rennt dir einfach hinterher. Also du rennst ja eigentlich wie selber hinterher. Das geht eigentlich nicht, liebe Leute, aber ja, scheißegal. Bruder, ich glaube so, also schaut euch das Gesicht mal an. So sieht ein Junge aus, der Frauen hinterher rennt. Scheiße. Ich hab verloren. Ja, und der hat dann auf jeden Fall hier so ein paar Videos aufgenommen und auf die ich dann auch gesagt habe, ich reagiere einfach mal darauf, ja. Eins ist das, wo er reagiert auf Beastlike, seine Ansage gegen Pain und Firegolden. Und er hat darauf reagiert. Und das werden wir uns anschauen, denn ich habe ja auch auf Beastlike sein Video reagiert. Das könnt ihr unten einfach eingeben auf Suche, keine Ahnung, egal, ihr könnt das irgendwo finden. Ich habe darauf reagiert. Ich hoffe, ich habe den Stream online. Ansonsten werde ich den Stream natürlich online nehmen, damit ihr euch die Reaktion dazu gönnen könnt. Ich wollte einfach mal wissen, was der Junge so denkt über ARDRS. Denn, ja, wie ihr hier seht. Yo, hat er wahrscheinlich ADHS, aber... Was denkst du, wer du bist, du mit deinem scheiß Rise of Kingdoms Werbung? Weiter geht's. Yo, Leute, peace, was geht ab? Euer Überboss, aka Frauengötter, ist mal wieder back in business. Bitte was? Euer Überboss, aka Frauengötter, ist mal wieder back in business. Und das hier ist eine Ansage gegen Firegolden, weil er meinen Pro Beastlike beleidigt hat, oder... Du hast einfach gar keine Ahnung von nix, Digga. Beastlike, wir sehen hier, er geht jetzt einen geraden Weg. Mal gucken, ob ich gut aufnehme. Ja, ich nehme wow, auf. Beste Leben. Er geht jetzt einen geraden Weg. Hat sich gelöst von seinen Fake-Pranks und so weiter. Hat zugegeben, dass alles fake war. Er geht jetzt einen geraden Weg, er will Musik machen. Was machst du? Du machst ein Video, wo du einfach nur Scheiße laberst. Einfach nur Scheiße. Wir gucken uns mal diese Stelle hier an. Also wirklich, von Dummheit kann man das kaum überbieten. Kannst du es bitte anmachen? Hallo? Hier. Hast du es hingekriegt, danke. Wieso gehst du hier pauschal jedem von den Tabletten an? Es gibt im Internet zahlreiche Erfahrungsberichte zu ADHS-Tabletten, wo ebenfalls negative Seiten... Und nur ganz schnell, ganz kurz. Firegolden ist einer der YouTuber. Den muss man einfach, ohne Spaß, ich schaue den selber, liebe Leute. Und ihr könnt ihn auch mal gerne abchecken. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Firegolden ist ein YouTuber... Der hat einfach
alles. Also der recherchiert, schaut, was es gibt, was ist so im Umlauf, was ist gerade so momentan aktuell und informiert sich wirklich gut für seine Videos. Und ohne Spaß, der Typ hat viel mehr verdient als nur 240.000 Abonnenten. Also checkt ihn mal ab, ohne Spaß, er macht gute Videos. Gönnt ihn einfach mal ein paar Abos. Ich weiß, ich kann ihm jetzt nicht so viel helfen, aber wenigstens 1-2 mehr dazu. Ja? Ihr könnt auch gerne bei mir ein Abo dalassen und ein Like, wenn ihr das machen würdet, würde mich natürlich unterstützen. Und ihr könnt auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr mich abonniert habt, einfach Hashtag Glocke ist aktiv. Ja. Keine Ahnung. Naja, let's go. Hätten aufgezeigt werden, aber die positiven überwiegen. Beast-like, du bist kein Arzt. Das ist falsch, das ist falsch. Ich kenne sehr, sehr viele Freunde von mir, die Tabletten gegen ADHS nehmen. Ich habe auch ADHS, ich habe Jahre... Ja, das kann man also an... Das kann man an dieser Stelle definitiv nicht wissen, dass du kein ADHS hast. ...lang Risperidon genommen. Okay, eigentlich nur 8 Wochen danach habe ich die Tabletten nicht mal genommen, habe mich auch nicht mal gejuckt. Ich habe in 8 Wochen 35 Kilo zugenommen. Jetzt sehe ich aus wie... Wie alt... Bruder, warte mal. Warte. 35 Kilo. Du bist... 12? Er ist 12. Normales Gewicht von einem 12-Jährigen... 60, 50, 40 Kilo? 50, 60 Kilo? Das heißt... Also jetzt, wenn das natürlich nicht stimmt, liebe Leute, könnt ihr auch gerne, sehr gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ich das Gewicht jetzt nicht richtig habe. Mit 50, 60 Kilo, sagen wir, du bist 60 Kilo, ja? War es 60 Kilo, bevor du diese Tabletten nimmst. Ja, und warum ich kann aus Erfahrung sprechen, denn ich habe einen kleineren Bruder von mir, mein kleinerer Bruder von mir hat ADHS und ich kann euch genau sagen, was so eine Nebenwirkung und was dabei rauskommen kann und. Er sagte, er hat 35 Kilo zugenommen, Bruder. Dann wärst du jetzt wahrscheinlich so schwer wie ich und ich bin 17 und bin 1,96 groß. Also wärst du um die 95, ich bin jetzt bei 89, ich bin untergewichtig nur so nebenbei für meine Größe. Dann wärst du jetzt 95 Kilo, so ungefähr, ja. Bruder, bei 95 Kilo, bei 12, wo du vielleicht 1,66 bist maximal, ja. Man weiß ja nie bei dem Alter, aber wahrscheinlich sogar noch kleiner. Da wärst du übergewichtig und dann sieht dein Hals definitiv nicht so aus, ja? Und dann sieht es so auch nicht so aus. Mit 35 Kilo hättest du definitiv ein bisschen mehr was an der Backe, aber naja. Lebendiger Big Mac und davor sah ich einfach aus wie ein durchtrainierter, keine Ahnung, Fitnessmodel, keine Ahnung. Also mein Bruder muss diese Tabletten auch nehmen. Und wenn man sie richtig einnimmt, passiert das nicht. Mein Bruder ist, er macht Sport, das heißt einfach, dass du keinen Sport machst, Digi. Du machst keinen Sport. Erstens. Zweitens, du trainierst nicht, weil du noch nie so aussahst. Du siehst seit dem ersten Video so aus. Und drittens, Bruder, mein Bruder ist immer im gleichen Gewichtsdenken geblieben. Ja, mir ist bewusst, dass es nicht jedem alles so bleiben kann, aber ich habe viele Kollegen von mir oder viele Kollegen von meinem Bruder haben auch ADHS und bei denen, die haben eigentlich keine Nebenwirkungen oder bis gar nichts. Ja? Klar können ein paar Nebenwirkungen auftreten, aber das kann bei jeder Pille oder bei jedem Dings, was man einnimmt, kann eine Nebenwirkung passieren. Ja? Und das kommt halt ganz drauf an, auf welcher Mensch du bist, aber 35 Kilo mit 12? Uff. Und die häufig kriegt man Risperidon verschrieben. Ich habe Risperidon verschrieben bekommen. Ritalin bekommt man jetzt eher seltener verschrieben. Und hier sind die ganzen Nebenwirkungen, ist noch viel, viel mehr. Du hast einfach Lust auf gar nichts. Du machst ein richtig krasses Gewicht zu nah. Weißt du überhaupt, was ADHS heißt? Oder weißt du überhaupt, was ADHS zu tun hat? Der Junge weiß wahrscheinlich nicht mal, was ADHS bedeutet. Oder was es ist. ADHS ist eine Störung also eine Aufmerksamkeitsstörung. Das heißt, man kann vielleicht für 5 Minuten ruhig sitzen und dann muss man irgendwie irgendwas tippen oder so. Irgendwie so. Irgendwie, oder mit den Beinen so, kennt ihr das, wenn ihr so unter dem Stuhl sitzt oder unter dem Stuhl sitzt? Auf dem Stuhl sitzt und unter dem Tisch immer so macht? Mit dem Fuß? Also es gibt bestimmte Leute, die das halt einfach machen müssen. Das ist eine Aufmerksamkeitsstörung, die können sich nicht lange konzentrieren und. Und die Tablette, die man da nimmt oder nehmen sollte, ist einfach eine Tablette, die dich ein bisschen beruhigen soll, dass du besser konzentrieren kannst. Logisch hast du keine Lust auf vielleicht weniger machen, aber du kannst dich wenigstens besser konzentrieren. Bruder, du hast keine Ahnung, was so... Vielleicht sagt er das noch, ich habe keine Ahnung. Aber er hat keine Ahnung, also... Du hast durchgehend Kopfschmerzen.
Also das war bei mir so. Du hast keine Lust auf Frauen, du hast auf gar nichts Lust. Du bist auch 12. Was musst du für Frauen eigentlich wissen? Mein Bruder, du bist 12, Digga. Und jeden, der diese Tabletten nimmt, den rate ich das einfach mal abzunehmen, weil die Tabletten machen einen psychisch krank. Wirklich. Okay. Bruder, ich meine, ich kann auch eingeben auf YouTube. Nebenwirkung von Risperidon. Ja, logisch kommen da nur Nebenwirkungen. Schreib mal einfach Risperidon rein und dann kommen negative wie aber auch gute Sachen, Bruder. Meine Fresse, wenn ich ja eingebe im Google, negative Auswirkungen von Risperidon. Ja, was kommt da? Logisch kommen da nur schlechte Sachen. Meine Güte, gib doch mal ein, gute Sachen, ja? Und dann siehst du da tausende von Seiten, die dir etwas Gutes aufzeichnen. Meine Fresse. Psychisch krank. Ja. Man sieht's auch bei dir, Bruder. Es gibt noch viel, viel mehr Nebenwirkungen. Aber das sind die häufigsten halt. Hier bei jedem Zehnten oder für jeden Zehnten bis Hundertsten. Das sind halt die häufigsten. Danach, die sind eher untypisch. Was ich aber auch noch gehört habe, dass man dann schlechter sehen kann. Das ist, du hast einfach gar keine Ahnung. Deswegen trägst du auch eine Brille, Bruder. Du hast es nie genommen, du hast von gar nichts Ahnung. Und so weiter. Also halt dein Maul, Feuergrund. Du hast von gar nichts Ahnung. Du kannst nicht einfach irgendwelche Internetartikel nehmen und das als Fakten darstellen. Bruder, was machst du jetzt gerade? Du nimmst eine Internetseite und stellst das als Fakte her. Es geht nicht. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Und von der Praxis hast du gar keine Ahnung. Bruder, du zeigst uns gerade eine Seite. Du machst genau das Gleiche. Du Dummkopf, Alter. Hat auch keinen so einen Arzt. Der Ahnung hat der es zu sich nimmt. Und das bin zum Beispiel ich oder Beastlike gewesen. Ich nehme es nicht mehr, ich habe es abgesetzt. Dann bin ich lieber den ganzen Tag überdreht, als noch fetter zu werden, als ich jetzt schon bin. Arzt, der jeden medizinischen Einzelfall pauschal in einem YouTube-Video bewerten kann. Du bist ein Typ, der Fake-Pranks macht und gerade... Das hat er ja schon längst zugegeben, Feiergun. Du hast von gar nichts Ahnung. Ohne Witz, wie kann man so dumm sein wie du? Gerade eine Erklärung für seine Vergangenheit sucht, bei der die Schuld oder die Kritik nicht bei ihm liegt. Mehr bist du gerade nicht. Wenn ich mich doch in die Öffentlichkeit stelle und den Leuten vermitteln möchte, wie es bei mir ging mit meiner Krankheit, dies, das. Ich meine das doch nicht böse. Dicker, ich meine das korrekt, damit ich den Leuten... Hör auf dein Kaugummi rumzukauen, du kleines... Meine Fresse, Alter. Ich habe mit Beastlike auf Instagram geschrieben und wir hatten so ähnliche Symptome. Das ist fast bei jedem ADHS-Typen krank. Jede Tablette hat Nebenwirkungen und ich habe ja gerade gesehen, dann nimmt man lieber die Tabletten nicht und ist dafür den ganzen Tag aufgedreht und so weiter. Und halt sucht Aufmerksamkeit, weil es bei mir ja auch so. Anstatt diese ganzen Nebenwirkungen zu bekommen. Ich weiß, man kriegt auch manchmal Ritalin, das kommt drauf an. Ich habe Risperidon bekommen. Manche bekommen Ritalin, aber ich empfehle gar nichts von beiden zu nehmen. Mein Bruder hat Ritalin bekommen und das macht einen auch viel psychisch fertiger. Damit ich einfach sagen kann, wie es mir geht und wie echt ich bin. Nehmen wir mal an, du meintest es in deinem Ursprungsvideo nicht böse, sondern hilfreich. Dann kannst du trotzdem nicht aus deiner subjektiven Sicht heraus sagen, dass niemand die Tabletten nehmen soll und du... Wahr. Das sagt ja nicht nur er, das sagt fast... Ich wette mit dir. Jeder Zweite, der diese Tabletten nimmt, rät jeden, das nicht zu nehmen. Jeden. Das sagt ja nicht nur er. Ich kenne 5 Leute, die ADHS haben und alle haben diese Tabletten abgesetzt, weil die einen psychisch fertig machen. Nur bist du durch Fett. Okay, bei Beastlike war das jetzt, glaube ich, nicht so. Das ist nur bei jedem Zweiten, glaube ich, ist das so, dass du fett bist. Bei mir war es so, ich wurde extrem fett. Was? Was für bei jedem Zweiten? Bruder, mach einfach Sport, du nimmst ab, aber du siehst nicht fett aus, meine Fresse. 35 Kilo zugenommen. Du hast 35 Kilo zugenommen. Wie schwer warst du denn? 20, als du zugenommen hast? Meine Fresse, dieser Junge, ey, ohne Spaß. Und das ist echt krass, Digga. Und man kann es doch subjektiv pauschalisieren. Finde ich, wo ist das Problem? Das ist ja nicht nur bei Ihnen so, das ist bei sehr, sehr vielen anderen so. Feiergrund, das von gar nichts Ahnung. Oh mein Gott, jeder Bruder! Wenn du pauschal davon abraten würdest. Du kannst nicht wissen, in welchem Fall es etwas bringt oder nicht. Ja! In gar keinem Fall bringt das was. Du hast von gar nichts Ahnung. Bruder, du hast keine Ahnung, meine Fresse, Alter. Hör auf zu labern, du laberst sowas von Scheiße, Mann. Du beleidigst deine Mutter 2-3 Mal in Videos. Das ist deine Mutter, du beleidigst deine Mutter und du nennst dich... Du hast Ahnung von dem Leben? Bruder, du mit deinen knappen 12, 11 Jahren, der in der Grundschule rumsitzt und einfach nichts gegen Grundschüler. Grundschüler sind besser. Ich war real, aber so, ich... Ist ein völliges System, völlig anderes System. Ich habe einfach nichts gegen andere Grundschüler. Aber, Digga, wenn man so... Meine Fresse, ey.
kennst vielleicht ADHS in der Theorie, aber weißt nicht, wie das in der Praxis ist. Du hast von gar nichts Ahnung, Feierkuhn. Du bist doch der, der sich gerade als Arzt darstellt. Du bist doch der und nicht der macht. Oh mein Gott. Du bist doch gerade der. Ohne Witz, regst mich so auf. Digga, Ärzte haben Hunderttausende von Patienten, die sie täglich, ja gut, vielleicht nicht gar täglich Hunderttausend, aber ihr wisst, was ich meine. Die haben schon hunderte von tausende Leute gesehen, die ADHS haben. Bei welchen hat es genützt, bei welchen nicht. Wenn man es nicht hilft, kann man es absetzen. Und jetzt, bei vielen aber Leuten hilft es aber auch tatsächlich, dass sie sich endlich mal konzentrieren können, dass sie endlich mal mitmachen können, endlich mal einfach mal normal sein oder einfach nicht nur so machen müssen. Meine Fresse. Lieber auf Erfahrungsberichte, die Positives und Negatives hervorstechen lassen. Du hast bei Schon mal dran gedacht, dass diese Erfahrungsberichte von der Medikamentenindustrie gekauft sind? Schon mal daran gedacht? Digga, du regst mich einfach so auf. Nicht alles, was im Internet steht, muss alles frei geschrieben sein. Es kann auch gekauft sein, Digga. Schon mal daran gedacht? Und das sind immer noch einzelne Berichte. Das überwiegt nicht die 100.000 negativen... Du zeigst auch einen Bericht, du Spasti! ...Eigenschaften von Tabletten, die du gegen ADHS nimmst, Digga. Du hast gar keine Ahnung, Digga. Dicker. Kann mal jemand einen Dicker-Counter machen, wie oft der schon Dicker gesagt hat? Und wie er einfach auch noch Dicker sagt, das triggert mich zum Tod, Mann. Steht, muss auch einfach geschrieben. Also, es kann ja auch gekauft sein, schon mal daran gedacht, Feierkode. Und dann wird's egal, wie kann man so dumm sein? Erstmal Dislike da lassen. Fast jedem Medikament irgendwelche Risiken und Nebenwirkungen. Nur weil ein Risiko oder eine Nebenwirkung auf. Ist es ja nicht nur eine Nebenwirkung. Wie gesagt. Er zeigt schon wieder die Seite. Wie kann man so dumm sein und sein... Er schaufelt sein eigenes Grab. Er bringt ein Argument gegen Fire Golden, sagt wegen der Seite, dass er nicht nur auf Seiten gehen soll. Er selber geht auf Seiten und Bruder, er fällt... Er möchte ein Argument gegen Fire Golden bringen, schießt sich aber selber... Also stellt euch vor, das ist jetzt er. Er hält die Waffe gegen Fire Golden so rum, ja. Und plötzlich macht er einfach die Waffe automatisch einfach so... Und er ist tot. Bruder, ey, du schießt dir selber ins Grab, Mann. Könnt ihr das einfach mal durchlesen? Net Doktor Medikamente Risperidon. Könnt ihr einfach selber durchlesen und könnt dann selber entscheiden, ob ihr das nehmen wollt oder nicht, wenn ihr ADHS habt. Und Digga, das ist sicher nicht nur eine Nebenwirkung. Palagon. Du bist einfach dumm, Digga. Du bist einfach behindert. Ja, wie kann man so dumm sein wie du? Oh mein Gott. Dich zutrifft, muss es nicht auf jeden Menschen. Also, wer Feiergrund noch nicht kennt, er ist nicht dumm, er ist ein sehr, sehr guter YouTuber und macht sehr, sehr geilen Content. Check den Jungen mal ab, ohne Spaß. Genau, Bananensquad, du weißt Bescheid, Lemonsquad. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas, schreibt mir, schreibt Beastlike, schreibt ihm bei Instagram, wir erklären euch, wir spoilern ein bisschen, wenn ihr uns schreibt. Und genau. Und jeden Influenten, was kommt. Bruder.com. Nur weil es beispielsweise bei einem Alec Balestra, den heute viele als Lano kennen, funktioniert hat, der hat damals auch komische Videos gemacht, sogar gegen seine eigene Mutter. Videos, die purer Cringe waren und das, um damit so viel Aufmerksamkeit zu erreichen, dass seine Musik angehört wird, bis er die Cringe-Videos dann sein lassen hat. Der Unterschied zwischen dir und dem Alec ist aber, dass ich es dem Alec abkaufe, dass er was im Kopf hat und es wirklich nur für den Fame gemacht hat. Du bist in meinen Augen nicht mal nur eine schlechte Kopie. Du bist in meinen Augen der Versuch einer schlechten Alec. Ja. Digga, das ist jetzt von dir subjektiv. Du bist kein bisschen objektiv, Digga. Schaut euch diesen Typen mal an. Schaut euch mal bitte diese beiden Typen mal an. Der Typ hier. Bruder, das ist doch lächerlich. Wie tragst du diese Brille, Mann? Scheiße, Alter. Ich hab meine Brille gerade nicht da, ja? Die Ehrenbrille himself, aber... Digga, was... Wie kann man... Alter, Digga... Du predigst genau das, was du nicht bist, fällst dir nicht auf, Digga. Dein Video hat gar nichts mit Objektivität zu tun, Digga. Digga, du regst mich einfach auf. Digga, ich guck das Video nicht weiter. Lass mal ein Dislike da bei ihm. Ich guck das Video nicht weiter, Digga. Ich kann mir so einen Rotz einfach nicht geben, Digga. Ich kann mich dich nicht geben, Bruder. Ohne Spaß. Ja, also liebe Leute, 50.000 Likes. Ich weiß, wir werden es eh nicht schaffen, weil das Video niemals so viele Aufrufe kriegen wird. 50.000 Likes. Ich weiß, es ist übertrieben, Leute. Ich weiß es selber. 50.000 Dislikes, ich mache einen Diss-Track gegen diesen Jungen. 50.000 Likes. Ja, machen wir es einfach so. Das Video wird niemals so viele Aufrufe kriegen, aber 50.000 Likes. Wenn dieses Video irgendwann mal in, keine Ahnung wie vielen Jahren, mal irgendwie mal an die rankommen sollte, ja. Machen wir einen Diss-Track. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da.
Und gerne einen Kommentar da lassen mit Glocke aktiv. Hashtag Glocke ist aktiv. Ja. 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 Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Peace, Leute. Oh, schnell ausgehört. Was denkst du?